Ja, macht eh nichts. Ich schlage daneben. Vielleicht noch etwas zu schwungvoll aus der vorherigen Bewegung. Überschätze ich meine Fähigkeiten, aus der Bewegung zuzuschlagen. Ja, irgendwie so dieser Weihrauchschwenker hat sich mit deinem Schwert ein bisschen verheddert und bevor es dann ausgeht, entscheidest du dich dann lieber dazu, das Schwert wieder sinken zu lassen, aber zu enttüddeln. Und dann können die anderen gerne vorziehen, ansonsten gut gebissen. Ich würde einen Wuchtschlag 5 ansetzen. Wuchtschlag 5, du hast ein Schwert, ja? Ich habe ein chorgeweihtes Schwert, ja. Ein chorgeweihtes Schwert. Damals. Ja, das ist gelungen. Genau, das ist eine Attacke plus 5. Und zusätzlich um deine Angst vor den Toten, vergiss die bitte nicht. Ah ja, stimmt. Ja, aber wäre trotzdem gelungen. Das ist Ja, eine ist 9 richtig. geworden. Ich wollte nur Ja. sicher gehen, dass du das nicht vergisst. Dann, Resistenz gegen Schwerter gilt weiterhin, aber wenn es chorheilig ist, wirst du wahrscheinlich dann, ja, Na toll. einfach den halben Schaden machen. Das Ja, hilft nicht, dann brauchst du ein bohrengeweihtes Schwert. dann sind es 8. Dann sind es 8 SP. Ich gucke gerade mal, hat eine Rüstung. Die ziehe ich vorher ab. Ich ziehe vorher die Rüstung ab und dann die Resistenz. Das heißt, 16 minus 5 sind 11 und die Hälfte von 11. Sind 5,5, 12 sind das sind 6. 6. 6 SP. Ado hat die erste Aktion durch. Kannst meinetwegen auch gleich die zweite. Nee, ich habe Sorge, dass der mich essen will. Ja, gut. Tau. Ich würde, wie Midas geschrien hat, mich dahin begeben, wo er gezeigt hat. Müssten noch freie Aktionen sein, oder? Zwei Schritt, ja. Und dann anfangen mitzubeten. Okay, ja, wenn du Liturgiekenntnis hast, kannst du ihn unterstützen. Würde ich Nö. tatsächlich dann auch die Aktion von ihm minimieren, aber wenn du keinen Liturgie hast, dann bist du Zahnkulut? Nee, leider nicht. Noch nicht. Travigo, möchtest du vorziehen? Nein, noch immer sehr ängstlich. Bonifatius möchte nach hinten krabbeln in den Schutzkreis rein. Ich glaube, die zwei Schritte auf den Boden, das sollte genügen. Dann ist der Tatzelwurm dran und der kann jetzt Bonifatius nicht mehr beißen. Dann würde ich einfach mal Ado beißen und einmal Geron. Und da würfel ich dann einfach mal 1, 2 Stück. Der erste für Ado müsste nicht treffen, weil ich auf die 12 treffe. Puh. Dann kannst du drunter durchtauchen. Frage dazu, ist das Parade oder muss man ausweichen? Er ist ein großer Gegner, du musst ausweichen. Nee, ist ein großer Gegner, ja. Okay, mein Drache ist durch auf der 8. Ich gehe wieder von unten nach oben. Bonifatius ist fertig, Nee, Matamecho. nee, nee, ich, ja, genau. Ja, draufschlagen. Du hast ein Schwert? Ich habe einen Streitkolben. Ein Streitkolben, ich glaube, das ist gut. Säbel, Stäbe, Fechtwaffen, Dolche, schwere Bolzen, dann machst du normalen Schaden. Das sind 9, aber die Rüstung ziehen wir auch bei dir ab. Sind 4 SP. Ja, dann ist Matamycho mit der ersten Aktion durch. Zweite Aktion, umwandeln. Ja. Ja, dann plus 4. Ist dann gleich einmal die Streitkolben misslungen. Und dann Tau hatte nur freie Aktion benutzt. Ich hatte gesagt, ich Sozusagen bete mit, aber beten. das ist, dann werde ich da meine Aktion trotzdem reinsetzen. Ja, okay. Travico, hattest du noch eine Aktion? Ich habe noch zwei, allerdings wollte ich einmal parieren. Das verfällt jetzt. Ich würde richtig an ihn rangehen und würde ihn zögerlich angreifen. Dann erschwert um 3 wegen deiner Mutprobe und der Schreckgestalt. Ah, das ist ein Patzer. Doch Das ist kein Patzer. Es nicht ist nur bestätigt. nicht Okay. getroffen. Aber du könntest umwandeln, weil du erst ansagen musst, ob du umwandelst oder nicht in deiner Aktion. Geht Wäre noch möglich. ist das nicht irgendeine Sonderfertigkeit oder so? Nö, du musst dann, wenn du dran bist mit deiner Initiative-Reihenfolge, also auf der 16, müsstest du jetzt sagen, will ich meine Parade umwandeln oder nicht? Muss jetzt Na gut. geschehen.
Dann doch, schlage ich nochmal zu. Ja. Plus 4, plus 3 sind plus 7. Und wenn du treffen solltest, dann kannst du gleich den Schaden würfeln, weil er keine Parade mehr hat. Du hast du noch eine Aktion. Das ist ein Patzer. Schon wieder? Nicht bestätigt. Genau. Ja, wieder daneben. Ja, neben dir vor allem, du kannst auch sehen, hier liegt noch ein zweiter Tatzelwurm, der ist jetzt nicht aufgestanden. Aber ja, dieser Tatzelwurm, er stinkt so bestialisch, ekelhaft. Und ja, du versuchst zuzuschlagen, aber die wird einfach kotzübel von diesen fleischigen Gedärmen, die da an diesem Skelett noch runterhängen. Und er ist einfach nur ekelhaft. Hab keine Furcht, Freunde! Du hast so eine Aktion? Ja. Eine Parade, ne? Ja, ich lass die tatsächlich verfallen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Umwandeln, angreifen. Das wäre eine Wasserschwernis? Plus 4 fürs Umwandeln und dann um deine Mutprobe nochmal plus 4. Ja, normaler Schlag. Besonderes. Geschafft. Ja, Schaden, hat keine Parade mehr. Ja, 10 minus 5 hast du gesagt, also 3 Schaden. Genau, wir machen 11 minus 5. 6 durch 2, 3. Das sind 3 SP. Dann Midas ist am Laufen. Zieht seinen Kreis. Nächste Kampfrunde. Der Tatzelwurm beißt zweimal zu. Und zwar einmal Ado, einmal Geron. Vorziehen? Vorziehen, zwei Attacken. Zwei Attacken. Dann fangen wir an mit Travigor. Zwei Attacken. Ja, wieder um 3 erschwerten. Möchte Ado vorziehen? Nee, ich schau erstmal, was passiert. Möchte Geron vorziehen? Ja, ich zieh vor und schlag einmal zu, weil wenn ich eine Wunde habe, treffe ich nicht mehr. Das wäre zumindest getroffen. Travigo hat auch mal getroffen. Ja, darf ich abziehen? Ja, kannst direkt Schaden machen. Er weicht nicht aus, er pariert nicht, er beißt wie gesagt zweimal zu. Plus 9, also 14. Plus 9? Mhm. 14 mit einem, was ist das, ein Schwert? Das ist ein anderthalb Händer und also ich habe es nicht angesagt oder so oder vorher besprochen, aber ich hätte die Frage, ob mir der gute Bruder Travigor, Praiodur die Waffe gesegnet hätte. Mit Praios-Schaden würde ja in dem Fall keinen Unterschied machen. Okay. Weil die Resistenz der Untoten aus dem Schwert herrührt, weil es einfach skelettiert ist. Und nicht daher kommt, dass es eine Resistenz gegen profane Waffen ist. Dann also ist es egal. Wird Praiodur sicherlich gemacht haben, gehe ich von aus. Solange du dich Praios gefällig verhältst. Als Baron ist das sowieso der Fall. Dann machst du wie viel? 15 plus und 14, hattest du gesagt. Ne, 14 genau, ja. 14 also, sind 9 SP, werden aufgeschrieben. Und ich würde dann gleich nochmal angreifen. Klar, kannst du machen. Geron? Jetzt ist die Frage, habe ich noch die Modifikation? Ja. Diese plus 3, weil ich. Ach so, genau. Wenn du das erste Mal getroffen hast, dann nicht mehr, hatten wir gesagt, ne? Ah, sehr schön. Genau geschafft, dann kannst du wieder Schaden machen. Geron, hattest du einen Modifikator? Das ist ein. Ja, das ist 1W6 plus 5, also sind das 7 minus 5 Rüstung, sind wir bei 2 und die Hälfte ist 1 Schaden. 2 sind wir bei 1. Das sind nochmal 10 SP insgesamt von dieser Kampfrunde. Und da kommen wieder 13 minus 5. Ist das richtig? Ja, 13 minus 5 sind 8. Das sind 4. Dann, Mata Mücho kann auch vorziehen, wenn er will. Tut er und offensiv umwandeln. Offensiv umwandeln, alles klar. Streitkolben. Das sind 10 minus 5 sind 5. Und die nächste Attacke plus 4. Wieder nicht. Das ist nicht gelungen. Dann könnte im Prinzip Tau auch vorziehen, aber wenn du nur am Beten bist, ist das egal. Ich würde vorziehen und mich um Bruder Boronifatius kümmern. Weil der hat doch was abbekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Er wurde angegriffen, ja. Und er hat auch Schaden bekommen, meine ich. Zumindest genau. Er hoppt jetzt erstmal in diesen Schutzkreis rein, ja. Genau, den ziehe ich in den Schutzkreis und versuche mich um ihn zu kümmern.
So, ich hatte gesagt, einmal Geron, einmal Ardo, und zwar in der Reihenfolge, die 1 ist für Ardo und das ist ein bestätigter Biss. Das heißt, er würde sich tatsächlich sogar verbeißen und das wird dann sehr unangenehm, wenn du nicht ausweichen kannst. Das gefällt mir so gar nicht, ne? Versuchen wir es doch mal. Dann schnappen die stinkenden, mit weiteren ekelhaften Fleischfetzen behangenen Zähne in deinen höchstwahrscheinlich Bauch und ich mache einmal Schaden. Aua, ich muss gerade mal gucken, der macht mit seinem Biss 5 plus 4 sind 9, weil er gekrittet hat, ist es eine 18. Au. Au. 18 TP, Rüstung kannst du abziehen und du bist... dann bin ich jetzt bei 17 TP. Und du bist verbissen. Ja, du musst dich also erstmal befreien. Ja, das ist deutlich über meine Wunschschwelle. Sterbt mir nicht. Dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Aha. Du kannst natürlich auch mit deinem Schicksal... Hast du einen Schicksalspunkt? Ja, ja. Ich kannst auch die 1 neu würfeln lassen, dann ist es nur. Aber... Ach so. Könnte auch sein, dass du den Schicksalspunkt später noch brauchst. Magst du mir mal erklären, was verbeißen dann heißt? Also ich kann mich nicht bewegen, oder? Genau. Ja, ja. Nee, das akzeptiere ich mal. Der Rüstungsschutz ist... Ist es nicht auch so, dass der Rüstungsschutz dann nicht mehr zählt? Ich glaube, der Rüstungsschutz von Ardo ist als Hexer sowieso egal. Ich habe eine 3 RS, also. Ja. In der nächsten Kampfrunde nicht mehr. Weil die Zähne in deinem Bauch stecken. Wie kommt man denn da raus? Ich glaube, du musst raufen oder sowas. Ich würfel gerade mal eine Trefferzone, wenn du jetzt noch Kopf hast. Ich habe gerade schon gewürfelt, war Schwertarm. Achso, Schwertarm, alles klar. Gut. Ja, exakt das ist das nicht Ringen? Ja. Ja, raufen oder Ringen. Gut, wir machen weiter. Das war meiner mit seinen beiden Angriffen. Der bis nach Geron hatte nicht funktioniert. Der nach Ardo war kritisch. Dann ist mein Tatzelwurm durch. Mara tut nichts. Bruder Bonifatius betet auch und würde die Aktionen von Midas eben verkürzen um 2 Aktionen. Schaltet dann ebenso ab. Auch wenn er nicht Silber benutzt, sondern irgendwie Graberde. Aber er versucht zu helfen. Martha Mycho ist durch. Tau. Ja. Ich hatte gesagt, ich flicke Bruder Bonifatius zusammen. Gut. Regeltechnisch hat er keine Wunde. Er ist einfach nur verletzt. Dravigor ist durch. Ja. Ardo hat noch eine Aktion. Ja, nee, ich habe noch beide. Ich hau auf das Viech ein. Nee, du hast nicht. Ich versuche mich rauszudingen. Ja, ich habe noch eine Raufen- oder Ringprobe. Attacke oder Parade? Parade. Dann nehme ich Raufen. Komm, Würfel. Ja, Halleluja. Ja, du weißt nicht genau, wie du deinen. 9. Du weißt nicht genau, wo du die Kraft hergenommen hast, aber als der Kiefer kurz zum Nachbeißen noch einmal sich öffnet, kannst du dich rausrollen, auch wenn du gerade widerlich stinkst und deine Rüstung wohl ein bisschen kaputt ist, aber du wirst zumindest nicht von diesem ekelhaften Tatzelwurm dann zerbissen oder noch nicht. Geron ist durch, glaube ich. Ja, ich bin durch. Und Midas macht weiter. Nächste Kampfrunde. Der Tatzelwurm würde beißen und zwar nach... Nee, er würde diesmal Doppelangriff machen auf Geron. Ende der Kampfrunde ist dann mein Kreis fertig. Ich würde gern vorziehen. Ich auch. Ja. Wir fangen aber mal an mit, Geron, willst du vorziehen? Dann nicht, Ardo? Ja, ich hau das blöde Drecksviech. Ja. Wurfschlag 3. Wow. Dann ist eine nächste Aktion, um 3 Punkte erschwert. Ja. Willst du noch was machen? Kann das Ding Passier schlagen? Klar. Nee, dann bleib ich da. Dann bleib ich jetzt erstmal. Dann Tau will weiter verarzten. Ja. Ardo sieht ziemlich angeschlagen aus, aber kämpft da wohl noch weiter. Travigor wollte vorziehen. Ja, ich würde so ein bisschen um ihn rumgehen. Jetzt merke ich, wir sind eigentlich in einer Überzahl und wir schaffen das doch. Kann ich dann von hinten irgendwie angreifen? Minus 5. Sehr schön. Dann würde ich einen Wuchtschlag plus 9 machen. Jawohl. Das ist gelungen. Was ist das, ein Wuchtschlag 9?
Genau. Darf ich abziehen? Ja, mach mal schauen. Achso. So. Ja, ich warte nur auf dich. Er weicht nicht aus. Er macht, wie gesagt, einen Doppelangriff. 22 Trefferpunkte. 22 minus 5 sind 17. Die Hälfte davon, 17 sind 18, sind 9. Und dann mache ich nochmal einen Wuchtschlag plus 3. Ja, du kannst den skelettierten Schwanz auf alle Fälle schon mal abschlagen. Entschuldigung, nicht plus 3, sondern plus 8. Ja, umgewandelt ist eine plus 4. Angriff aus den, in den Rücken ist eine minus 5. 17, das ist misslungen. Nee. Dann ist deine nächste Aktion dementsprechend das Schwert. Martha Mücke wollte, glaube ich, vorziehen. Ja, offensiv umwandeln. Hau rein. Er pariert, wie gesagt, nicht. Kannst also gleich deinen Schaden würfeln, beziehungsweise Angriff und Schaden. Und Giron darf auch tun, wenn er mag. Du siehst, dass du angegriffen wirst. Dann... Ja, ich würde gerne zurückweichen. Ja, du kannst dich versuchen, aus dem Kampf zu befreien. Hast du Kampfreflexe? Ich habe nur Aufmerksamkeit, leider. Aufmerksamkeit, dann ist es ein Angriff plus 4, ne? Plus den Stand, also plus 8. Ja, ist nicht geschafft. 12 schaffe ich nicht. Aber während du zurückweichst und ihr wisst nicht genau, wessen Schaden es war, der von Traviger von hinten oder der von Martha Mücho, der mit seinem riesigen Streitkolben auf den Kopf eindrischt, der Tatzelwurm sinkt auf seine skelettierten Beine und erschlafft. In die Eier! Habt ihr gesehen, wie es geht? Was war denn das? Ich schlag nochmal drauf zur Sicherheit. Das war blutig. Im ja. Namen der Herren Rondra und meines Herren Fexes und der übrigen Herrscher Alvarans, unheiliges Gezücht, du kannst nicht vorbei! Ich glaube, er ist tot. Ich ignoriere Midas und schlage mit meinem Schwertknauf den Schädel von dem Ding nochmal ordentlich ein. Ja, der Gegner ist zerschmettert, zum Boden gesunken, das faulige Gerippe, was jetzt endgültig leblos in sich zusammensinkt, der Weihrauchschwenker an den Händen von Geron und die letzten Worte von Midas gesprochen. Dieser Silberkreis färbt sich so ein bisschen ein und die ganze Region wird so ein bisschen glänzend, schimmrig. Könnte natürlich auch nur der Regen und der Matsch sein, aber ihr habt das Gefühl, dass dieser Ort auf alle Fälle euch Schutz bietet. Und während Travigor und Ardo in ihrem, weiß ich nicht, Wahnsinn noch einmal auf den Nekrophagion eintrümmern, könnt ihr sehen, dass der Brustkorb aufbricht und ein zappelndes, wurmartiges Ding sich aus den Überresten herausfrisst. Ja, oh, das wird erstmal platt geschlagen. Das ist faszinierend. Ja, was ist das? Ja, mach das weg! Und dann gehe ich hin und hau mit meinem einen verbliebenen Arm auf das Viech ein. Also mit dem Schwert in dem Weißton. Ja, dann würfel mal einen Angriff auf einen kleinen Gegner. Solltest zählt meine Angst noch? Ja, es ist ein untoter Drachenbandwurm. Zählt noch weiter. Dann insgesamt plus mit dem Kleinen. Hattest du eine Ansage, die fehlgegangen ist? Ah ja, ich hatte eine plus... Schlag einfach mal zu. 3. Also bin ich jetzt bei plus 6, plus noch was? Für einen kleinen Gegner plus 4. Plus 10. Ja, ich bleib bei einem normalen Angriff, ne? Ja, dann schnappt der Drachenbandwurm in deine Brustregion, sucht sich wohl einen neuen Wirt und würde ganz gerne selber einmal zubeißen mit seinem Proto-Zang. Und das ist genau getroffen. Für 1W6 plus 2 sind 7 TP. Das kann ich jetzt aber parieren, oder? Ja. Gab ja noch eine Aktion. Ja, kannst du. Okay, selbst mit meiner Schwernis ist es geschafft. Hast du ein Glück? Ja, und dann weiche ich schnell ein paar Schritte zurück. Und hoffe auf den Mann mit der größeren Rüstung. Ich setze einen Ignifaxis an mit 2 Würfeln, um das Wesen zu verdampfen. Halbe Zauberdauer. Mhm. Da kommt der Kampfmagier. Ändern muss es gleich richtig weg. Die Betaner Kampfakademie wäre stolz auf dich.
Ach, blöd, dass ihr aus Riva kommt. Ein Abelmir könnte sich was abschauen. Abelmir ist ja mittlerweile wohl auch sehr bekannt, aber ja, ist wohl dem Kampfmagie abspenstig geworden. Ich hole mal ganz entspannt meine Balestra raus. Ich gehe ganz entspannt auf Abendstrahl. Und dann löste ich aus meiner Hand die Flammenlanze. Flammenblitz. Ich würfel ihn. Da ist er. Das ist mit der halben Zauberdauer geschafft. Dann kannst du deine 2W6 würfeln. Ganze 6 Schadenspunkte. Das wird auch reichen für so ein Bandwurm. 6? Nee, das reicht nicht. Oh, etwas zäher als gedacht. Der Bandwurm fängt ein bisschen Feuer. Und du kannst sehen, wie die astrale Energie in dem Inneren aufgesogen wird. Kommt zu einem weiteren Angriff. Ich glaube, wenn du willst, Travigor, könntest du nochmal vorziehen. Ja, wenn Ardo in sicherer Entfernung ist, so ein anderthalb Händler ist nicht besonders gut zu führen, würde ich zuschlagen. Mhm. Ich habe wahrscheinlich immer noch die Erschwernis, oder ist das... Ja, es ist ein Untoter. Ja, ist keine Schreckgestalt. Nee, das ist nicht. Kannst ganz normal zuhauen. Nicht, ja, ich hatte ja davor es nicht geschafft, irgendwie mit einer... Achso, ja, dann zählt das noch weiterhin. Sieben. Trotzdem geschafft. Ja, Schaden. Ist die 11. Das sollte reichen. Und dann kannst ein weiteres Mal du als Baron heldenhaft auch diesen zweiten Wurm zerschneiden. Das, was dein Leib, Magus, nicht geschafft hast, kannst du mit deinem heiligen Schwert eben doch tun. Ah, Stück dummes Pi! Ja, bei Boron war es das endlich. Danke, Midas. Ihr habt mein Leben gerettet. Natürlich. Sehr gerne doch. Kommt trotzdem alle einmal hierher. Wir wollen nicht noch weitere unschöne Überraschungen erleben. Ardo, wie geht's deinem Arm? Beschissen. Tau, kannst du es dir mal ansehen? Ja, natürlich. Danke. Ist eine Schnittwunde, nehme ich an, oder? Ja, bist, schau's dir an. Ich glaube, da hängt noch ein Stück drin. Ja, gut. Was war das für ein Wesen? Untote Drachen? Ich dachte, so etwas gibt es nur in Transysilien oder in der Varunkai. Nun, es war nicht der Erste, dem ich begegnet bin und hoffentlich wird es der Letzte sein. Nichts für ungut, Bruder, aber wie lange sagtet ihr, seid ihr in der Wildermark? Seit noch nicht so lang. Ja. Ja, hier gibt's immer mal wieder welche. Von den Drecksviechern. Ah. Und warum hast du da nicht gleich das Feuer auf das große Viech geworfen? Das wäre reichlich sinnlos gewesen. Das ist ein Drache und Drachen und Feuer... Zumal der sehr viele Löcher hat. Nicht, aber dass der Kleine war doch auch ein Drache. Der Kleine war kein Drache. Wann sonst? Was war das für ein Vieh? Es war ein Wurm. Ist das nicht offensichtlich? Ein Drachenwurm. Ja. Es saß wohl in dem Inneren von diesem Tatzelwurm. Vielleicht hat es ihn sogar zu unheiligem Leben inspiriert. Ich muss die Zeremonie abschließen. Hab Dank, Geron, dass ihr den Spender hier, den Weihrauchspender, gerettet habt. Nicht auszudenken, wenn er ausgegangen wäre. Danke. Was habt ihr da nur gemacht? Oh, zieht die Pinzette raus und zieht so einzelne Knochenzähnchen dann noch raus aus der Wunde, während er sie dann verarztet. Boron, sieh auf diese Schlachtfelder ab und hilf uns! Ich werde von hier aus die Zeremonie beenden. Das war eine hervorragende Idee. Er ist sicher, ja? Es ist ein Schutzkreis gegen... Ja. Gegen Untote, gegen alles. Dank. Was da zu untotem Leben erhoben worden ist. Es dürfte für eine Langeweile reichen. Ach, Herr Boron... Wie gut, dass ihr mir diese Helden an die Seite gestellt habt. Ich hatte gedacht, dass es gegen Goblins geht, aber wenn es nun gegen den Erzfeind geht, dann... Oh, ihr seid wahre Helden. Ja, danke. Danke, Bruder Boronifatius. Was wir euch verschwiegen haben, ist, dass wir
nun Kampf und Unglück nahezu anziehen, aber dafür sind wir ja da, um das zu bekämpfen. Also ich möchte doch aufs Schärfste widersprechen. Wir ziehen kein Unglück an. Der Fex lächelt stets und immer da über uns, nicht wahr, Travigor? Wir wenden es zum Guten, das auf jeden Fall. Ihr seht, der Herr Fex lächelt immer über unser Tun. Warum hat mir keiner gesagt, dass der zaubern kann? Oh, er kann zaubern. Ja, danke. Ja. Den weiß ich jetzt auch. Singt noch etwas mit mir, dann können wir die Zeremonie beenden und ich werde euch allen ein großes Bier im Wirtshaus ausgeben. Lasst uns dann so schnell wie möglich bei diesem Regen und dem Unwetter zurück nach Hallingen. Natürlich. Ich würde noch einen Balsam auf Ado casten. Ja, für wie viele Lebenspunkte? Für 10 Lebenspunkte, aber modifiziert dreimal mit Einsparung. Das heißt, ich würde dreimal eine Erschwernis von 3 bekommen, aber da ich Gildenmagier bin, halbiert sich die Erschwernis von 9 auf 5. Das klingt richtig. Das heißt, ich habe einen 5er Balsam. Willst du dir noch Zeit lassen? Nö, ich kann nur 3 Modifikationen reinpacken. So. Genau, das ist dann die Wunde noch zu machen? Von den Spurmods, die man maximal benutzen kann. Genau. Das heißt, fange ich den Singsang an von Seneris. Seneris, und da ist der Balsam. Und ich schaffe ihn. Das heißt, du kriegst deine 10 Lebenspunkte. Und ich zahle 7. Dieser Gestank haftet an uns. Wir werden uns sicherlich, nach dem ersten Bier werden wir uns alle einen Zuber genehmigen. Ja, oh, warte, der kann auch zaubern? Damit heilt auch eine Wunde. Das ich vorhin nicht angesagt habe, aber gemeint habe. Ich hoffe, das ist in Ordnung.